Hallo zusammen, da sind wir wieder in Eltenring. Hier am verlassenen Saar krabbeln immer noch im NG Plus rum. Nach dem Motto, wir bilden uns weiter. Aber ich habe jetzt mal Rosins Axt rausgeholt. Ich meine, die wären... die kriegt man in den Katakomben der Schwarzen Klinge im Seenland. Gerade gucken, ob das stimmt, was ich da sage. Ich bin hier falsch. Mal kurz hierher. Ich glaube, da war das irgendwo. So. Wenn hier wäre das gewesen. Da war ich jetzt auch schon einmal, weil ich durch die versteckte Wand übersehen habe. Und ich, da kriegt man, glaube ich, wenn man einen Steinschwertschlüssel einsteckt, in einem Raum dies Rosins. Wie komme ich jetzt auf Rosins? Die Axt hier ist nicht Rosins. Rosus Axt. Die habe ich auf 9 hochgerüstet. Ein bisschen mal, weil die skaliert auf Stärke und auf Weisheit. Weisheit habe ich jetzt halt nicht so viel. Und Stärke hätte mal genug. Aber Weisheit nicht. Deswegen Arsch, das Scaling ein bisschen. Schwach, ich denke, da könnte man vielleicht noch mehr rausholen. Und ich habe da jetzt halt ein bisschen was versucht in Weisheit neu zu hauen, dass ich von 18 auf 26 komme. Und eben halt auch Radagons Wundsiegel, dass man ein bisschen was in die Höhe geht, ist, dass die Talente verstärkt werden und eben noch einmal ein Talisman erhöht die Weisheit. Und die Angriffsserie deutlich, weiß ich jetzt nicht, was ich da jetzt neu machen sollte. Kann ich da eigentlich nur mal was anderes neu machen? Warte mal. Weil ich mache jetzt keine Angriffsserie, ich mache nur Talent. Weil die hatte prima Talent, ich wollte es gerade mal noch zeigen, bevor ich da... Talent ist Rosus Ruf. Halte die Axt hoch, um die verlorenen Toten zu rufen. Drei Skelette erscheinen in einiger Entfernung und greifen gemeinsam an, bevor sie wieder verschwinden. Das ist, klingt erst einmal ein bisschen verwirrend, für mich auf jeden Fall, aber ich habe es alles probiert. Das funktioniert tatsächlich. Aber jetzt gerade mal gucken, ob ich da vielleicht. Ich will ja nicht draufschlagen, wenn ich da noch ein bisschen was. Was haben wir noch? Da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Oder? Mit dem Gottfräs-Ikone. Aber wenn ich jetzt hier noch was zum Beispiel in Stärke neu haue. Oder noch ein Wundsiegel. Geht zwar das schade enorm runter. 709. Da darf ich mich also überhaupt nicht treffen lassen, ne? 706. Ja, guck mal, probieren Sie mal. Lampe an. Lampe an! Mensch! Sieht da scheiße aus mit der Maske, aber so zum Probieren. Einfach nur mal Überraschungsangriff. Dass man sieht, was passiert. Oh! Ja, da kommen die drei da auch ran, oder was? Jetzt kommen wir gucken, ob... Das ist jetzt nicht so der riesen Schaden, ne, würde ich sagen. Aber mal gucken, wenn er... Ah, die Kummer, ach! Wenn er mich jetzt geohrfeigt hat, oder die Anna mich, oder jetzt nicht geohrfeigt, aber die Anna, ne, da habe ich Schade gekriegt, aber die Skelette kommen trotzdem und hauen den weg dann, ne? Finde er jetzt nicht so prickelnd, kann ich mir vorstellen. Und ich würde das mal im Auge behalten. Ich gehe jetzt noch mal zu dem, das ist ein Axtkämpfer. Vielleicht mache ich das offscreen. Na, ich wollte jetzt bloß mal kurz, ich habe noch ein paar rausgesucht und könnte ich noch mal testen. Und das war jetzt mehr oder weniger von mir. Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Ich habe bloß eben durch das, dass ich bei der Waffe durchgeschaut habe, auf die Axt aufmerksam geworden. Ich habe es nicht ganz verstanden, was da los war. Okay, ich mache jetzt erstmal einen Cut und sortiere mich. Und das, was die Anna da in der Hand hat, da will ich wieder weg. Okay, macht's gut, bis dann. Ne?